tell stories. Let's start with the story. Then that's where the best stories lie. Telling stories. Storytelling. 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 Überall Storytelling. Woran haben Sie gedacht, als Sie das erste Mal den Begriff Storytelling gehört haben? An eine gute Nachtgeschichte, die Sie Ihren Kindern erzählt haben? An einen Märchenonkel-ähnlichen Erzähler? Oder an Hollywood und seine Helden, an das große Kino? Nachdem wir hier bei Spielplan 4 über Storytelling nachgedacht haben, ist uns klar geworden, ja, das ist ein echtes Trendthema. Aber es ist kein Hype. Denn Storytelling ist wichtig, Storytelling ist wertvoll und Storytelling funktioniert als Teil einer modernen Kommunikation. Was genau bringt Ihnen aber diese Kommunikationstechnik? Wie profitiert Ihr Geschäft, Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung davon? Und kann man überhaupt eine Geschichte erzählen über ein Unternehmen, über ein Produkt oder eine Dienstleistung? Müssen Sie dazu gleich eine neue Joan K. Rowling werden? Und erzählt man heute eine Geschichte überhaupt noch auf Papier oder mit Text? Oder passiert das eigentlich eher mit Tweets, mit Infografiken, mit Bildern oder mit Videos? Nach Antworten auf diese Fragen suchen wir im Storytelling-Workshop von Spielplan 4. Und hier sind die wichtigsten Inhalte in 7 Punkten. Das Erzählen ist eine der ältesten Kulturtechniken der Menschheit. Am Lagerfeuer wurde Wichtiges, Unterhaltsames und Spannendes mündlich überliefert. Und die Kraft einer guten Geschichte hat auch zehntausende Jahre später nicht nachgelassen. Stories verwandeln ihre Botschaft in Bilder. Stories schaffen es, komplizierte und komplexe Zusammenhänge verständlich zu machen. Und im besten Fall vereinfachen sie, ohne banal zu werden. Das Gehirn mag Bilder, mag Helden und mag Spannungsbögen. Und deswegen lernen die Menschen besser, wenn man ihnen Geschichten erzählt. Im Englischen sagt man Know Your Audience, kenne dein Publikum. Das ist vielleicht eine der wichtigsten Regeln für jeden, der will, dass ihm Menschen zuhören. Und sich darüber vorher gründlich Gedanken zu machen, lohnt sich auf jeden Fall. Denn die Währung von heute, die heißt Aufmerksamkeit. Wenn Sie nun wissen, wen Sie zum Zuhörer machen wollen, dann kommt die nächste Aufgabe. Was ist Ihre zentrale Botschaft? What's the story? Diese Kernidee muss auf eine halbe DIN A4-Seite passen. Versuchen Sie es mal. Menschen können sich am besten mit anderen Menschen, mit ihren Gefühlen und deren Erlebnissen identifizieren. Unsere Aufgabe als Storyteller ist es, diese Gefühle, diese Stärken und Schwächen, die besonderen Charaktere der Menschen ausfindig zu machen. Dann bekommt auch ihre Geschichte Charakter. Erfolgreiche Bücher, Filme und Theaterstücke haben eins gemeinsam. Sie berichten nicht trocken über Alltägliches. Wenn Sie Ihre Story erzählen, dürfen Sie alles sein außergewöhnlich. Gutes Storytelling findet die Themen, die Personen, die Ereignisse, die spannend und mitreißend und berührend sind. Und glauben Sie mir, die gibt es überall. Was Storytelling Ihnen bringt? Ihre Kunden hören Ihnen zu und finden Sie sympathisch. Ihre Kunden merken sich Ihre Angebote und können Sie von anderen Anbietern unterscheiden. Und Sie können sich mit Ihrer Marke identifizieren. In unserer Storytelling-Werkstatt arbeiten wir konkret am Thema Publikum, also Zielgruppe, der Core-Story, der Kernidee, und werden dann selbst kreativ, indem wir Themen und Ideen aus der Lebenswelt Ihrer Kunden sammeln. Aus den Besten werden dann Episoden einer lebendigen Kommunikation für und mit Menschen. Das ist Storytelling. Eine herausragende Bedeutung kommt der Kernidee, der sogenannten Core-Story, zu. Im Workshop beschäftigen wir uns ganz intensiv mit der Frage, was soll am Ende der Erzählung beim Zuhörer hängen bleiben? Hier einige Beispiele von starken Kernideen, die konsequent, also über längere Zeit, in Werbekampagnen erzählerisch umgesetzt wurden. Konsequent über Jahre wird die Kernkompetenz der Edeka Lebensmitteleinzelhändler erzählt, Mensch und Produkt in einer Liebesbeziehung. Und das funktioniert mit ganz einfachen Clips aus dem Markt, in dem Mitarbeiter zu sehen sind, dann aber auch wieder mit so einem hippen YouTube-Hit wie Supergeil von Friedrich Lichtenstein oder dem sehr emotionalen Video Heimkommen, das von einem alten, einsamen Mann an Weihnachten erzählt. Wie macht man eine scheinbar kundenferne Direkt- und Online-Bank nahbar und sympathisch? Und ganz einfach, indem man einen über 2 Meter großen, sympathischen, erfolgreichen Basketballhelden zu Kindern und zu Menschen wie du und ich sprechen lässt. Ganz und gar nicht von oben herab.
Wenn man eins im Bau- oder Technikmarkt bisher nicht erwarten konnte, dann war das persönlicher Service. Über den pfiffigen, kundennahen, freundlichen Experten Technik gelang Saturn hier ein Imagewandel. Ja, umparken im Kopf. Eine Marke mit Langeweile und Spießer-Image dreht den Spieß einfach rum. In einer spektakulären Kampagne zeigt Opel, dass hinter ganz vielen Stereotypen andere, ganz überraschende Geschichten stecken. Ob die vielfach prämierte Freiburger Fußballschule, das Solarkraftwerk auf dem Stadiondach oder ganz einfach solide Finanzen. Bundesliga-Underdog SC Freiburg erzählt seine Geschichte vom anderen Verein ganz einfach durch sein konsequentes Handeln. Und wird belohnt durch sensationelle Sympathiewerte, teilweise vor den Branchengrößen Bayern und Dortmund. Eines können Sie mir glauben, auch in Ihnen und Ihrem Unternehmen schlummern jede Menge gute Geschichten. Dass diese aber gehört werden, ist kein Zufall. Dazu brauchen Sie ein eindeutiges Ziel, eine klare Kernbotschaft und einen Werkzeugkasten voller Kreativtechniken, mit denen Sie dann die Story Nuggets ausfindig machen. Wir sind bereit und wir freuen uns auf Ihre Story. Hellwache Grüße, Ihr Florian Stettler.